Gibt es ein Rüdiger-Deck? Wahrscheinlich. PK-Hurensohn! Okay, das nehme ich rein. PK-Hurensohn! Wenn Pummeluff singt, dann. Ja, dann. Also, liebe Kinder, wenn Pummeluff singt, dann. Ja, genau, verdammte Scheiße, Leute! Beende die Folge jetzt, ich hab keinen Bock mehr! Oh, Sui. Ich bin froh, dass ich Sui das Deck eingefügt habe. Ist die neueste Nase geändert. Außerdem, wenn Pummeluff singt, dann Kinder mich brauchen, weil man auf sehr enge Vagina steht. Ja, das macht das Pummeluff. Und Todesstrafe für Helden und Heiden und Christen. Für Helden und Christen. Und Zweiten Weltkrieg. Ein Spaß für die ganze Familie. Ich weiß es. Es singt, aber ach komm, der Zwerg muss auch mal einen Punkt kriegen. Ja, genau. Alter, genau. Weißt du, Andy zieht einfach mal eine Godlike-Karte. Es passt einfach so. Ja. Achso, der nächste Verdachtstest. Oh Gott. Der Smogon University konzentriert sich auf das Ban von Blank aus dem OU-Tier. Was zur Hölle ist ein OU-Tier? Overused. Achso. Also, praktisch schon fast alle Legendären und so weiter und so fort. Aber wenn es zu technisch ist, dann kannst du. Nö, es geht schon. Ich sterb hier gerade nur, so that's a point. Verdachtstest der Smogon University, ne? Konzentriert sich auf das Ban von Donkey Kongs Bananenvorrat aus dem OU-Tier. Konzentriert sich auf jemanden unter Zwang und Gewalt zu haben, die Organe entnehmen aus dem OU-Tier. Und die stehen. Passiert wohl sehr häufig. Alter, Pokémon ist fucked up, man. Konzentriert sich auf das Ban von Theateraufführungen mit echten Waffen bis zum Ende. Und konzentriert sich auf das Ban von David Stern als Symbol für Wurzel des Bösen. Ich mach das mit Donkey Kong. Ja! Das macht irgendwie noch mit am meisten Sinn für mich irgendwie. Ernsthaft? Die Banane von dem dreckigen Affen? Ja, tatsächlich, es macht für mich Sinn irgendwo. Sinn. Okay. Oh, Leute. Blank ist nicht sehr effektiv gegen Blank. Okay, also, liebe Leute. Die neuesten News. Alter. Big Me. Oh nein, nicht Big Me. Ist nicht sehr effektiv gegen Wiki-Eintrag für Shadow. Okay. Es gibt welche? Ja. Sperma auf das Gesicht von Leuten im Koma spritzen jeden Tag ist nicht sehr effektiv gegen Domian. Wer ist Domian? Okay. Und dieser Rat. Er muss sehr mächtig sein. Okay. Gott, dessen Geschlecht ständig wechselt, ist nicht sehr effektiv gegen das Vierte Reich. Okay. Makes sense. Zwangsarbeit ist nicht sehr effektiv gegen Fuß im Arsch. Okay. Aber ist das eine nicht dasselbe? Natürlich Big Meme. Ey, da steht ein Meme drinne. Aber das ist total unrealistisch. Kein Mensch macht sich die Mühe und schreibt ein Wiki über Shadow. So, das Notier ist besser als. Naja, okay, weg damit. Okay, weil warte. Wer ist Kiesei? Ah, Plus und Plus macht glücklich, ja. Okay. Okay. Was und was macht denn glücklich? 9/11, Tag der Revolution und YouTube-Videos mit Enthauptungen macht mich glücklich. Hm. Ja, gut. Auch uns Abschluss in Gynäkologie und die Regulierung der Meinungsfreiheit im Internet macht mich glücklich. Auron hat's weit gebracht, er ist jetzt sogar in einem fucking Cards Against Humanity. Doggy Kongs schicke Krawatte und Atomraketen als Kuschelzeug für Kinder im Bett macht mich glücklich. Mhm. Pädophile beim Kindesmissbrauch filmen, aber nicht anzeigen und die Zerstörung von Kulturgut macht mich glücklich. Macht mich glücklich. Oh, Tiffy! Weißt du, was das größte Problem an den ganzen Antworten ist? Ne? Eine Sache bei jedem ist gut und die andere ist scheiße. Kannst halt nicht alles haben, ja. Das ist halt wirklich so, das ist so praktisch dieser, wenn du diesen, so von wegen, du bekommst das,
aber dann bekommst du auch das. Menschen sind vielfältig. Oh. Drückst du den Knopf? Würdest du das, wenn du das machen würdest? TG, du kannst das von mir aus klippen. Ja! I like Clips. Auron, yeah! Tech Team. Wenn ich das höre, werde ich sofort geil. Also, kommt. Oh. Also, wenn ich das höre, werde ich sofort geil. Du hast recht und alles, was ich sage, ist total. Ja. Ich glaube, du musst die Antwort zuerst lesen und dann die Frage. Ich glaube, da macht das mehr Sinn. Du hast recht und alles, was du sagst, ist total richtig. Ja, wieso? Es soll mich sofort geil machen, nicht Vivi. Ich habe Pokémon Rot gespielt. Och Gott, Andy. Das Filament-Team, hallo Shadow. Hi. Sex mit einer natürlich erstickten und mächtigen Frau haben in der. Was? Aber behaupten, es sei keine Vergewaltigung. Oh, ja, genau das. Tja, kein Kaffee für dich. Ach komm, gönnen wir's, Vivi. So offensichtlich. Aber wirklich halt, ich ja. Ihr seid so dermaßen vorhersehbar. Weißt du, bei jedem hätte das funktioniert. Ach Gott. Nee, bei mir nicht. Das Ding ist, es stimmt, aber er geilt sich jedes Mal auf, wenn er recht hat. Hitler war besonders gut im Blank. Hitler war besonders gut im so fett sein, dass das Rebalance-Bot zusammenkracht. Hitler war besonders gut im eine Blendgranate in einem Heim für epileptische Kinder zünden. Let's dance! Hitler war besonders gut im Waterboarding als Sportart. Und Hitler war besonders gut im Kiel. Was? Phantom Hive? Kiel Phantom Hive. Kiel Phantom. Keine Ahnung, was es ist. Der Typ von Black Butler, dieser Junge da. Ich hab nie Black Butler geguckt. Dann wissen wir schon mal, wer der. Aber Dingens ist. Der Robo. Yeah. Ich hätte das Balance Board auch genug. Typisch fette Witzen. Und nächste Woche bei Pokémon. Ash findet Blank und bekämpft Blank. Und nächste Woche bei Pokémon. Ash findet Mittelmeerflüchtlinge und bekämpft Shadows 3000 auf dem Special. Oh, wow. Oh, thanks a lot. Und wir wissen alle, Ash ist zu dumm, sogar den Kampf zu gewinnen. So, Shadow, jetzt als Frage, was war dein 3000 Abo-Special? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Und war nächste Woche Ananas? Bei Pokémon. Nee. Ash findet ein Fake-Ziegelstein und bekämpft Yogi Löw. Okay. Und nächste Woche bei Pokémon. Ash findet meine inzwischen vermutlich verhungerte Nintendo. Oh, ja. Und bekämpft die feindliche Gefährte zu Angela Merkel. Ja. Und nächste Woche bei Pokémon. Ash findet. Was findet er denn? Ein Gameboy. Und bekämpft unrasierte Beine. Ja, so alt wie der mittlerweile ist. Yoshi Moon Crystal, moin. Tut mir leid, die Nintendogs haben mich gekillt. Fucking hell! So, was wollen denn alle Türken? Oh, jetzt wird's witzig. Oh Gott, this is something. So, was mögen denn alle Türken? Die Videoaufnahmen von Anne Franks Tod. Autsch. Die haben damit schon Camcorder? Quer durch Hyrule rollen. Wo drin? Ist wichtig. Ich glaube, die rollen einfach nur so. Das war echt Okay, das war das Ananas-Special. Okay, gut zu wissen. Ja, das halte ich doch also richtig. Ja, doch. Was wollen alle Türken? Die Zerstörung von christlichen Gotteshäusern. Jesus, this went dark really quick. Gut, das wäre eine Wiederholung Alter. Von... No? Weihnachtszeit kommt early. Und alle Türken wollen die Mutter deines besten Freundes. Fuck yes. Jesus. Ich vermisse. Ich vermisse Emeroface und Shadows Cover von Leatherpants. Alter. Oh ja, ich. Es. Genauso wie ich David Hayter als Snake und US-amerikanische Unterstützung des IS vermisse. Außerdem vermisse ich Bielefeld. Ich kann nichts vermissen. Ja.
Oh, das war so schön. Zappetat. Oh, Pikachu mit Donnerstein bewerfen. Oh. Aber eigentlich vermisse ich auf der Beerdigung des jüdischen Onkels, des Horst Wiesel. Was ist das? Horst Wessellied vorspielen? Wer ist denn das? Keine Ahnung. Das sagt mir nichts. Priester, die Liebe der Nächsten. Das kann der Bot sein. Das lasst vielen Dank von dem Bitten, mein Juden. So, Emero Face und Shadow Cover, das müsste Andy gewesen sein. Shadow. What? Ja, aber es ist Snake. Ich wusste es. Aber du hast Emero Face und so als mir zugeordnet. Ich war Vivi. Ich hatte zur Hälfte recht. 50%! Andy ist Bielefeld. Pokémon-Designs werden immer verrückter. Dieses hier sieht aus wie Blank. Oh, wir sind aber sehr schnell heute. Alter. Die schnellste Hand im Westen. Das ging schnell. Jetzt bin ich gespannt. Dieses hier sieht aus wie Blutklumpen runterschlucken. Dieses hier sieht aus wie das französische Osterfeuer des Notre Dame. Oh, das war so romantisch. Dieses hier sieht aus wie Andys neuer Körper. What the fuck? Und dieses hier sieht aus wie der Penis eines Blauwals. Also Andys neuer Körper. Aber auch nur, Alter. Weil ich das... Osterfeuer! Typisch. Kirchen anzünden. Sein Kryptonit. Es wäre fast Andys neuer Körper geworden, aber ich konnte mir kein Bild davon machen, ja? Okay, welchen Namen sollte jedes Schiff tragen? Ach, weißt du was? Ich wollte noch Dump Hand machen, fuck. Okay, also, welchen Namen sollte jedes Schiff tragen? Menschenhandel. Amerikaner. Die SS Menschenhandel. Alter, welchen Namen sollte jedes Schiff tragen? Eroberung neuen Lebensraum zum Osten. Okay, what the fuck? Okay. Ziemlich sperrig, aber ja. Welchen Namen sollte jedes Schiff tragen? White Power. Alter. Welchen Namen sollte jedes Schiff tragen? Trisomie 21. Hallo, ich weiß nicht mal, was Trisomie ist, ey. Was mich ja wundert, ist, dass hier nicht Leute das neue Emote nutzen gerade hier. Ich meine, es passt hier heute eigentlich verdammt gut. Aha, Vivi steht also auf White Power. Okay. Ich fand ich am lustigsten. Aha. So, jetzt aber. Es ist Tradition, dass jedes Jahres gefeiert wird und wiederholt wird. Ach, Discord ist heute wieder so scheiße. Was hab ich nochmal gesagt? Es ist Tradition, dass am Schwarzmarkt jedes Jahres der Peach Pub-Aufsteller gefeiert und wiederholt wird. Einfach so einen Pub-Aufsteller hinstellen. Es ist Tradition, dass am Sonderkommission Peggy jeden Jahres jemand in einem riesigen Stoppschild auf dem Hinterkopf hauen und dabei April-April-Schreien gefeiert wird und wiederholt wird. Holy shit. Es ist Tradition, dass am sich als ehemaliger Priester beim Kindergarten bewerben jeden Jahres Katzenpornos gefeiert und wiederholt wird. Tradition, dass am Welttrauertag für Fallobstgeschädigte jeden Jahres Schosch gefeiert wird und wiederholt wird. Ja, das letzte macht irgendwie am besten Sinn. Danke. Welttrauertag für Fallobstgeschädigte. Das ist jetzt also mein fucking Feiertag. Ja. Ich feier fucking Fallobst. Kann nur mit Items gewinnen. Das Schlimme ist, ich habe die ganze Zeit nur einen Namen im Kopf. Black and Decker. Nein. Ruhediger. Ruhediger. Ja, schreib ihn doch, vielleicht kommt er dran. Ja, nee. Epileptiker-Disco kann nur mit Items gewinnen. Na ja, gut, Strotum nicht, ja. Das Traumschiff-Surprise kann nur mit Items gewinnen? Ich dachte mit Charme, Charakter und Witz. Hunden im Taxi. Kaffee Antik? Ist das auch so ein Pokémon-Ding? I have no idea. Gab's da nicht so ein Ding? Ach, egal. Nee, weiß ich nicht, wie wirst du. Food Porn im Supermarkt kann nur mit Items. Was ist denn das jetzt hier für eine Fallobst-Auswahl? Ja. Kinder, ich bin enttäuscht von euch.
Ja, aber das mit dem Food Porn macht immerhin Sinn. Ja, aber einfach nur, weil ich genau weiß, wer es ist. Hi, 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 hi. Du glaubst doch nicht, ich spiel dir in die Hände. To the sky. Ja, wohl geht einfach das Spiel ein bisschen zu weit irgendwie. Ja, weil ich euch lesen kann. Oh, scheiße. Oh Gott, wie würde ein Film oder eine Serie über Like Headshot heißen? Easy. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder die Kinostimme. Start Friday. Oh scheiße, ich hab noch nicht. Warte, Ruhiger. Warum zum Teufel habe ich eigentlich in meiner Auswahl eine LH-Karte mit fruchtbarer Shadow? Ey, es ist denn nicht Ruediger die Rückkehr, es ist Ruediger die Ruik. Oh Gott. Oh Gott. Ruediger 2 Electric Boogaloo. So, wie würde der Film heißen? Click to reveal. Oder sehen. Dumm, Dümmer und Dümmerer. Erster Weltkrieg war Bombe, der Film rated R starts Friday. Alter. Kinderserie mit Kriegsinhalt. Sogar ja, Friday starts Friday. Ich meine, es stimmt. Frame Free B. Hallo Bot. Hallo Bot. Starts never. Blinde den Weg mit dem Zeigefinger zeigen. Rated R starts Friday. Das sind irgendwie alle scheiße. Ist echt so. Wie gesagt, aber ich hab bei meinen. Das klingt doch wie ein Untertitel irgendwo. Yay. Yeah. Like Headshot, Erster Weltkrieg war Bombe. Ihr so nett war ja. Was ist denn passiert? Ich hab Blank nicht mitbekommen. Könnt ihr das bitte wiederholen? Ich hab Nordkorea ist das Reich 2.0 nicht mitbekommen. Könnt ihr das bitte wiederholen? Oh, wow, holy shit. Kim Jong lacht. Ich hab die Namen aller Pokémon in allen Sprachen auswendig kennen, nicht mitbekommen. Könnte ich das bitte wiederholen? Alter. Nein. Pokérap 3.0. Ich hab eine Ratte, die Blitze scheißen kann, nicht mitbekommen. Könnte ich das bitte wiederholen? Ich hab Pikachu nicht mitbekommen. Könnte ich das bitte wiederholen? Pikachu! Och komm, jetzt wird's billig. Nee, komm. Was? Wow. Ernsthaft, du gibst den Bottenpunkt. Ey, das klang von allen, da habe ich am meisten gelacht. Mein Idol ist... Blank, weil Blank. Mein Idol ist... die kurdische Arbeiterpartei PKK, weil... Moorbrand durch Raketen. Hallo, Rando. Ist das nicht die Bundeswehr? Das ist, glaube ich, wirklich der Rando. Mein Idol ist... mein Raum, weil... Neonazistische Partei der Dritte Weltkrieg. Der Dritte Weg. Mein Idol ist Bundeswehrtyp Marine. Weil Fleisch spielt. Bundeswehrtyp Marine, Alter. Bundeswehrtyp Marine. Den kenne ich gar nicht, aber... Das war gerade gut. Mein Idol ist Formio, das Pokémon mit dem hodenförmigen Körper, weil Kinderpornoringe. Okay. Ich wollte gerade sagen, nimm bitte den Mund. Also Bundeswehrtyp Marine ist. Ich kenne das auch nicht, was ist das? Ihr kennt Bundeswehrtyp nicht mehr? Echt nicht? Nein. Das war eine Zeit lang voll der Gag bei uns. Ist mir entfallen, weil ich war nicht da. Setzt ein. Das ist sehr effektiv. Also wenn ich nicht mindestens einmal Rüdiger habe und Haarwuchsmittel in dieser Kombination. Also Fortnite-Kalle. Ja, Fortnite-Kalle ist schon mal gut. Setzt das Einmaleins der Belästigung ein. Das ist sehr effektiv. Es ist bereits Fortnite-Kalle. Er ist die Einmaleins-Belästigung. Alter. Das Gebärmutter Halskrebs während der Schwangerschaft oder Geburt setzt das Kinderschänder-Pokémon ein. Das ist sehr effektiv, aber die kriegt doch gar kein Baby. Echt? Hm. Das ist doof. Switch Pro Controller setzt Missing No ein. Das ist sehr effektiv. Naja gut, kann nur besser werden vom Handling her. Hol der Avatar. Ach Gott, Vivi. Setzt... Langstreckenbombe ein, die Frau weiß, was ich mag. Das ist sehr effektiv. Hm.
Switch Pro Controller missing, no, ja, das wird sein. Fortnite Kalle, das ist sowas von Scheiße. Was? 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 Ich war der Switch Pro Controller, ich war das missing, no. Immerhin, Vivi wusste ich. Fun Fact, das waren beides normale Karten, ich habe das nicht geschrieben. Das ist. Team Rockets, so gute Sachen. Team Rockets neuer Masterplan, blank. Team Rockets neuer Masterplan. Erzwungene Abschiedsbriefe von Todesopfern. Holy Team Shit, Rockets neuer dich. Masterplan. Der geheime Sexkeller von Team Rocket. Also irgendwie, it came full circle. Team Rockets neuer Masterplan. Zoos Community Discord. Team Rockets neuer Masterplan. Leichengas. Das macht leider Sinn. Shadow hört viel, wenn der Tag lang ist. Zum Beispiel Blink. Oh fuck. Shadow hört viel, wenn der Tag lang ist. Zum Beispiel Sexualität als Machtinstrument einsetzen. Okay. Shadow hört viel, wenn der Tag lang ist. Zum Beispiel Emeroface Remake. Okay. Shadow hört viel, wenn der Tag lang ist. Zum Beispiel der einzige Butler. Okay. Was? Mann am Bord. Okay. Shadow hört viel, wenn der Tag lang ist. Zum Beispiel fette Katze für den Weehawk. Ja, das war einfach. Leider sehr einfach. Blank, die Firma mit Blank. Ein Owei-Omelett. Die Firma mit Pokémon-Logik. Soll das nicht genau andersrum gehen? Pokémon-Logik, die Firma mit dem Owei-Omelett. Nee. Es macht irgendwie auf beiden Seiten Sinn. Dat Ash. Dat Ash. Okay. Die Firma mit Verhaltensweisen bei starken Perioden, ähnlich wie beim Exorzismus. Ja. Schoschquartier. Die Weit. Firma mit Vivis Cam, die No Signal zeigt. muss ein Witz sein, den ich nicht mitbekommen habe. Hot, Hot Wheels. Das stimmt. Hot Wheels. Hot Wheels, die Firma mit Rollstuhlfahrer. Andersrum hätte das ziemlich viel Sinn gemacht, finde ich. Rollstuhlfahrer, die Firma mit Rollstuhl. Schlecht geschriebene Karten. Sein ja. Kryptonit. Hot Wheels. Ich wusste, es funktioniert. Lieblingscharakter, oh Gott. Wie hockt in einem Limbus fest. One Punch Man, hallo Shadow. Vivi in another dimension. Aha. Normale Menschen. Yes. Einfach ganz trocken normale Menschen. Fuck you! Als ob ich Vivi das kenne. Ey, ein bisschen Self-Love ist auch wichtig. Wenn es Level 20 erreicht hat, entwickelt sich Carbador endlich zu Blank. Okay, ich bin gespannt. Das ist so dumm, das nehme ich einfach. Das ist einfach richtig dumm. Wenn es Level 20 erreicht hat, entwickelt sich Carbador endlich zu Arceus, das die Realität zerstört. Wenn es Level 20 erreicht hat, entwickelt sich Carbador endlich zu Mega Dummiesel X. Dumm. Wenn es endlich Level 20 erreicht, entwickelt sich Carbador endlich zu Hitlermon. Und dann, das wird immer schlimmer. Und wenn es dann Level 20 erreicht hat, entwickelt sich Carbador endlich zu Onyx. Ja, wer hat schon wieder den Randomizer angestellt? Oh, sorry. Mega dumm X. Sorry, Mega dumm Esel X. Da war Mega drin und ein X. Er muss. Oh, richtig behindert, Alter, einfach. Es ist einfach fucking. Es klingt wie ein fucking Cyborg. Okay. Für alle, die mich besser kennen, das würde ich sofort in der Gefängnis-Dusche. Das würde ich sofort in der Gefängnisdusche machen. Bester Mann, okay. Was? Ja, Angel, richtig. Eine Seifenoper anstimmen. Okay, nein. Das würde ich sofort in der Gefängnisdusche machen. Eine Feuerattacke gegen ein Wasser-Pokémon einsetzen. Das ist relatable, scheiße, okay. Aber das brennt. Oh. Das würde ich sofort in der Gefängnisdusche machen. Die vielen Wege, einen Mann in sich zu haben. Nein! das würde ich sofort in der Gefängnisdusche machen. Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Missbrauchsopfer und Täter. Was? Ich verstehe den Satz gerade nicht mal. Ich auch nicht.
Aber das Ding ist, wonach bewerte ich das jetzt? Scheiße. Nimm, was sich für dich am besten anfühlt. Fuck you. Ich nehme das mit Feuer. Das war so klar. Oh. Bei mir war, ich habe einfach bester Mann genommen. Hier gedacht so, du gehst in die Dusche, gibst ihm einfach einen Daumen nach oben und sagst bester Mann. Ach so, in dem Konzept. Okay. So hatte ich das. Oh, hätte ich ein Death Note, würde ich. Eine hohe Insta-Log, okay. Ich wollte noch zurückziehen, aber ich war zu langsam. Hätte ich ein Death Note, würde ich Gurke als Analtor benutzen und danach essen. Mit Dip. Oh, Alter. Schokodip. Hätte ich ein Death Note, würde ich große, magersüchtige Frauen als Klettergerüst benutzen. Attack on Titan. Hätte ich ein Death Note, würde ich Schwanzkuchen. Interessant. Hätte ich ein Death Note, würde ich Emiro Phase 2. What? Singend sterben? Nice. Aber gab's auch schon Emiro Phase 2? Ja, eben. Und er ist immer noch nicht tot, scheiß. Das Buch ist schlecht. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Ja. Ich hatte halt nur Müllkarten. Ich habe jetzt einfach gesagt, komm, ich nimm eine und dann ist gut. Ich glaube, ich habe bis auf zwei gerade einen weggeschmissen. Welchen Spruch benutze ich jeden Tag? Okay. Oh. So, Lieblingsspruch. Quatsch nicht lange, gib den Kaffee, ja. Einzig hängenden Selbstmörder den Stuhl klauen, sich hinsetzen, das ist kein Spruch. So, und bevor jetzt blank... setze ich mich erst ab. Gute Nacht. Aha. Das ist witzig, weil er das wirklich immer sagt. Das sagt er jeden Abend. Ja. Jeden Abend. Als wären wir seine eigene Reality-Show, weißt du? Und er so in den Grund. Ja, aber die Community lacht für mich. Ich bin witzig. Er ist der Bär im großen blauen Haus einfach. Was? Ja, bei der Bootsfahrschule gelernt das? Oh nein. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass im Schlaf vergewaltigt werden. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass Shoshmans Creed Origins. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass Adoptivkinder für Priester. Habt ihr alle scheiß Karten? Was ist los mit euch? Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass Sergeant Fly spielt. Es macht alles keinen Sinn, wirklich. Aber das ist ein Fleischfield. Ja, sorry. Yes. Das ist das Einzige, was mich irgendwie nur anspricht. Der Rest war irgendwie trotzdem total out of context. Blank hat den Masterklasse-Wettbewerb der Kategorie Schönheit gewonnen. Oh, scheiße. Save the water. Okay. Den wollen wir mal. Shadow Soul Fanfictions hat den Masterklasse-Wettbewerb der Kategorie Schönheit gewonnen. Wie kann das schön sein? Okay, nächstes. Antifa hat den Masterklasse-Wettbewerb der Kategorie Schönheit gewonnen. Hallo, Bord. Arsch, was hat den Masterwettbewerb... Mann, ich kann dir das nicht mehr. Hat den Masterklasse-Wettbewerb der Kategorie Schönheit gewonnen. Und? Suidonis hat den Masterklasse-Wettbewerb... Suidonis! Oh, lol. Ach komm, fuck. Wirklich? Ehrlich, ich fand das lustig. Ich hab einfach so, Sui in so einen Aufblasbaren hier. Ankerarm! So ein Aufblasbar-Body. Dankeschön, Nessa. Dankeschön.